Hi, schön, dass ihr wieder reinschaut bei smartwatch.de. Wir werfen heute einen ersten Blick auf die Michael Kors Access. Das ist nicht nur eine sehr edle Uhr, die ihr auch mal abends, wenn ihr weggeht, anziehen könnt oder in heißen Partynächten, sondern natürlich, sie unterstützt euch auch beim Sport oder im Alltag mit sehr vielen Funktionen. Und daneben bietet sie auch noch ein sehr schickes und elegantes Design. Wie die Uhr aussieht, was in dieser Verpackung hier drin ist und noch ein paar weitere Infos zur Uhr, das gibt es jetzt bei uns im Video. Ja, dann würde ich sagen, packen wir die Michael Kors Access einfach mal aus. Wir haben hier erst einmal natürlich eine sehr schicke Umverpackung für diese Uhr. Hier sieht man schon mal eine Detailaufnahme der neu erworbenen Uhr. Daher, die schauen wir uns aber nachher noch genauer an. Dann natürlich hier einige Informationen zur Uhr. Die könnt ihr euch natürlich in aller Ruhe auf smartwatch.de durchlesen, bei uns im Shop bzw. in unserem Test. Dann hier noch ein kleineres Bild der Uhr und hier nochmal der hübsche Schriftzug, vielleicht richtig rum in die Kamera. So sieht das Ganze dann aus. Wenn man die Umverpackung entfernt hat, dann kommt diese hübsche weiße Kartonage hier zum Vorschein. Da ist oben nochmal eingraviert Michael Kors. Und ich würde sagen, die machen wir jetzt einfach mal auf. Die ist sehr stabil gehalten, dass die Uhr auch sicher bei euch zu Hause ankommt, ohne dass es da irgendwelche Beschädigungen gibt. Dann natürlich dabei ein Quick Start Guide und ein etwas dickeres Handbuch. Ebenfalls alles, wie ihr sehen könnt, im schicken weißen Design. Also hier passt alles perfekt zusammen. Dann hier das Zubehörpaket zur eigentlichen Uhr. Das zieht man hier auch wieder so raus, ist sehr schick gelöst. Wir haben hier zum einen mal ein passend natürlich zur Farbe weißes USB-Ladekabel. Das ist interessant natürlich, dass die Uhr immer genügend Akkukapazität hat, wenn ihr damit unterwegs seid. Und hier gibt es dann noch eine weitere Schnalle für eure Uhr, die könnt ihr nämlich austauschen. Die eigentliche Uhr selbst, die sieht dann so aus, ist hier drin verpackt. Ich hole die jetzt gerade mal raus. Da kann man an diesen beiden Bändeln hier einfach mal ein bisschen ziehen. Beziehungsweise am besten kippt man die Schachtel ein bisschen und dann hat man die Uhr hier auch schon in der Hand. So sieht sie aus, ist gelagert hier auf einer schicken Kunstlederpolsterung, dass sie unversehrt bei euch zu Hause ankommt. Und ich filme gerade noch mal kurz in die Verpackung. So ist sie dann verpackt. Auch das hier sehr stabil und innen gepolstert. Also hier passiert beim Transport wirklich absolut nichts. Und ich würde sagen, werfen wir einen genaueren Blick auf die eigentliche Uhr. Ja, werfen wir einen Blick auf die Michael Kors Access. So sieht die Uhr aus. Wir haben hier die goldene Variante mit einem 1,4 Zoll großen Display. Hier ist das natürlich rund gehalten, wie man unschwer erkennen kann, und bietet eine Auflösung von 320x290 Pixel. Ansonsten die Uhr, die wiegt 51 Gramm. Ich halte die jetzt gerade mal ein bisschen besser in die Kamera, so sieht sie dann aus. Wir haben hier auch ein sehr schönes Armband natürlich, passend zum restlichen Design der Uhr. Die Uhr selbst verfügt dann auch noch über das Android Wear Betriebssystem. Das ist ja relativ neu von Google vorgestellt worden, besonders eben zum Beispiel für Smartwatches geeignet oder sonstige Smart-Technologien. Kommt hier eben zum Einsatz, wenn ihr dann hier die App von dem Teil benutzen möchtet. Dafür braucht ihr dann ein Android- oder iOS-Smartphone. Wenn ihr mal wieder ein Smartphone habt mit einem anderen Betriebssystem, dann schaut ihr da leider wieder in die Röhre. Ansonsten, die Uhr selbst bietet natürlich viele Funktionen, zum Beispiel eine Anrufbenachrichtigung, einen Kalender, ein Kalorienverbrauchmesser, eine Laufaufzeichnung. Ihr könnt damit Musiksteuerung machen, eine Stoppuhr gibt es. Es gibt eine Textbenachrichtigung zum Beispiel, wenn ihr eine SMS bekommt oder sowas, dass ihr da auch nichts mehr verpasst. Es gibt einen Wecker, Wetter und natürlich könnt ihr mit der Uhr hier auch noch die zurückgelegte Distanz tracken. Ja, ansonsten, die Uhr bietet ein sehr schickes Design, wie angesprochen, bietet auch ein tolles Tragegefühl am Handgelenk. Ich drehe die gerade mal ein bisschen, dass ihr euch auch mal noch das Armband etwas genauer ansehen könnt. Das ist hier natürlich ebenfalls wie die gesamte Uhr in Gold gehalten und sieht nicht nur hervorragend aus, sondern fühlt sich auch sehr gut an und ist sehr hochwertig verarbeitet. Ansonsten, die Uhr verfügt über 4 GB internen Speicher. Des Weiteren hat sie einen 360 mAh fassenden Akku. Das ist ein relativ ordentlicher Wert. Damit solltet ihr, wenn ihr die Uhr nicht allzu sehr strapaziert, mit enorm vielen Funktionen auch problemlos über den Tag kommen. Und sie bietet natürlich auch einen Vibrationsalarm. Daneben ist sie natürlich auch noch Wasser- und Staubresistenz nach IP67. Das heißt, auch hier habt ihr keine Probleme, wenn ihr mal in einen leichten Regenschauer kommt. Das sollte die Uhr ohne Probleme verkraften. Ein weiterer interessanter Aspekt an der Uhr ist natürlich ganz klar, die ist sowohl für Damen als auch für Herren geeignet. Natürlich gibt es hier verschiedene Farbvarianten. Zum einen den Uhrenkorpus, den gibt es wie bei uns jetzt hier in Gold, aber natürlich daneben auch noch in Schwarz und in Silber. Da sollte also für jeden die passende Farbe dabei sein. Die Armbandfarbe hier, die jetzt bei uns hier auch golden ist, das gibt es natürlich noch in einigen weiteren Farbvarianten. Dazu zählt zum einen natürlich Gold, wie wir es heute jetzt hier vor uns haben. Es gibt aber natürlich auch Schwarz, Silber oder Blau und noch einige weitere. Aber dazu gibt es dann mehr Infos bei uns auf Smartwatch. Das wäre es soweit mal mit der ersten kleinen Vorstellung zur Michael Kors Access. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Wenn ja, lasst uns doch gerne ein Abo oder einen Daumen nach oben da. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Und ansonsten schaut doch auch auf smartwatch.de rein. Da findet ihr immer die neuesten News und Tests zu den besten und coolsten Fitness-Smartwatches und natürlich auch Smartwatches für den alltäglichen Gebrauch.